Ja, ich habe heute ein wirklich spannendes Thema mir ausgesucht. Das rote Seil und der Glaube der Hure. Also das ist schon etwas besonders. Und ja, ich werde dir mal die ersten sechs Verse des Neuen Testaments vorlesen. Die ersten sechs Verse, die sind super spannend, aber nur wenn man sie zu lesen versteht. Da heißt es: Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Peres aber zeugte Hezron, Hezron aber zeugte Ram, Ram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nachschon, Nachschon aber zeugte Salmon, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uria. Ja, das ist das, mit dem das Neue Testament beginnt, ja? Und da steckt wirklich, wirklich was drin. Und wir wollen mal wieder hier unsere Tafel holen. Tafel holen, genau, und ich möchte dir das nämlich mal aufzeichnen. Also, wir schreiben mal hin, hier das ist die Genealogie, was für ein Fremdwort. Die Genealogie des Messias. Und zwar, dieses hier ist die VIP-Liste. Halleluja, die VIP-Liste. Das sind die, die die Bibel ausdrücklich nennt, wichtige Persönlichkeiten. Weißt du, viele Leute sagen, ja, mit diesen Geschlechtsregistern und so weiter, das ist so langweilig, da weiß man gar nicht mit anzufangen. Das steht nicht umsonst in der Bibel. Es gibt eine wichtige Info, die Gott uns damit weitergeben will. Es ist etwas, was sehr entscheidend ist. Weißt du, wenn. Ich habe mal Folgendes mit einem messianischen Juden gesprochen und der hat gesagt, wenn ein normaler Jude, der bis jetzt mit dem Christentum nichts zu tun hatte, wenn der tatsächlich einmal das Neue Testament öffnet und der beginnt vorne zu lesen, das Erste, was er liest, ist das Geschlechtsregister von Abraham bis Jesus und er sagt, was er auf den ersten Versen verstehen wird, ist, hey, Jesus ist wirklich einer von uns. Das steht da nicht umsonst. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ne? Also, diese VIP-Liste ist echt cool. Abraham, mit ihm fängt die Story Gottes im Grunde genommen an, mit dem Volk. Isaak, Jakob. Gut. Da kann man schon stundenlang drüber predigen, über diese Charaktere, auch wie die ganze Story mit den Frauen, mit den Kindern, wie das mit den Nachkommen waren und so weiter. Es ist alles super prophetisch und super spannend. Jakob hat 12 Söhne. Und den, um den es hier geht, ist Nummer 4. Das ist nämlich Juda. Juda. Juda ist hier an der Stelle entscheidend. Dann haben wir von ihm einen Sohn, der heißt Peres. Und dann kommt jetzt, da machen wir mal Punkt, 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 werden einfach weitere Namen genannt und so weiter, sind jetzt heute für uns nicht so relevant. Und dann kommt ein Mensch mit dem Namen Nachschon. Und in dem Geschlechtsregister in Matthäus, da ist es so, da gibt es immer Brüche dazwischen. Also das ist nicht immer vom Sohn und so weiter, sondern da sind einfach manchmal Generationen übersprungen, um die wichtigen Persönlichkeiten zu bringen. Also da werden nur die Top-Leute, eben die VIP-Liste wird da gebracht. Nachschon sind da wahrscheinlich wieder einige
oder eine Generation, man weiß es nicht genau. Und dann kommt ein Typ, der ist wichtig für uns heute, der heißt Salmon. Ne? Dieser Salmon wird uns noch beschäftigen. Der nämlich hat einen Sohn gezeugt, den dürften wir kennen, der heißt Boas. Aha, Boas. Super cool. Boas wiederum hat einen Sohn, der heißt Obed. Bibelleser dürften den auch kennen. Obed hat einen Sohn, der heißt Isai. Jetzt dürfte es uns wirklich bekannt werden. Isai hat natürlich einen Sohn, den sollten wir wirklich kennen. David. Halleluja. Ist tatsächlich der David, der König David. Der wiederum zeugte Salomo. Und dann kommen wieder etliche Generationen dazwischen. Und dann kommt natürlich der absolute wunderbare, fast hätte ich gesagt, super Knaller, das verkneife ich mir, der Herr, Jeschua HaMashiach. Das ist die VIP-Liste von Abraham mit diversen Brüchen bis zu Jesus. Ja, das sind Namen, die aufgeführt sind, die wichtig sind, die bedeutend sind, die hier gebracht werden. Warte mal, ich muss ein bisschen rüberschieben. Nee, falsche Richtung. So, die wichtig sind. Ja, und hier gibt es, in dieser Liste gibt es vier, wie soll ich mal sagen, spezielle Fälle. Da gibt es nämlich beim Judah eine Situation, der hatte eine Frau und Kinder und so weiter, alles Mögliche, alles gut. Aber die Geburt von dem Peres, das war eine besondere Story, da hat er nämlich eine gewisse Tamar geschwängert. Ja, Judah und Tamar, das steht da in dem, bei Matthäus drin. Tamar. So, und wenn wir dann weiter gucken, hier der Salmon, der hatte auch eine besondere Frau, das war nämlich die Rahab. Rahab ist der Shootingstar des heutigen Abends, um die geht es nämlich. Rahab. Dann kommt der olle Boas, und den Boas, den kennen wir, das ist nämlich genau der mit der Ruth. Das ist der mit dem Erntefeld, wo die Ruth in der Ernte war, ne? Der Boas. Wie gesagt, dann kommen hier noch ein paar Generationen. Und der David hat den Salomo nur ausgerechnet mit der Bathseba gezeugt. Bathseba, das war die Frau, mit der er Ehebruch begangen hat. Die Frau des Uriah, so heißt es übrigens hier auch bei Matthäus, mit der er Ehebruch begangen hat und dann den Mann hat umbringen lassen auch noch. Also dafür gesorgt hat, dass er zu Tode kam, sagen wir mal. Und genau, und ausgerechnet von der ist dann Salomo gekommen. All diese Leute sind super wichtig, weil ohne alle diese hätte es die Genealogie, wie sie die Bibel uns berichtet, dass Jesus gekommen ist, nicht gegeben. Jeder einzelne von diesen ist ein Vorfahren von Jesus. Und da ist es sehr interessant, wenn man sich hier mit den Leuten beschäftigt. Weißt du, die Bibel in diesen ganzen Erzählungen und so weiter, die bringt die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins. Hatten wir ja gerade von Thomas gehört. Da wird nichts beschönigt, sondern das wird gebracht. Und das ist etwas, was auch bei diesen alten Texten, die es sonst so außerhalb der Bibel gibt, die also Jahrtausende alt sind, so nicht gibt. Da werden immer nur irgendwelche Heldentaten von irgendwelchen Königen oder sowas berichtet. Aber diese Auf und Abs des Lebens, diese Tiefschläge, dieses Fehlverhalten, die Sünde, die wird wirklich da gebracht. Und das ist hier bemerkenswert. Ja? Das ist teilweise erschütternd, wie offen die Bibel das bringt. Ne? Und hier haben wir tatsächlich vier von solchen, eigentlich noch mehr, ja? Aber vier besonders interessante Fälle. Ne? In dem Fall betrifft es die Frauen, beziehungsweise die Männer mit den Frauen. Also es gibt hier diverse problematische Situationen, sage ich mal. Hier geht es nicht um super Erfolgsstory, alles tolle heilige Leute, eine weiße Weste nach der anderen, ja, moralisch anwandfrei, ganz im Gegenteil. Das ist eine Familienstory, die hat es in sich. Okay, und hier diese vier Frauen, die hier genannt werden,
die sind von daher interessant, da es im Judentum die vier Mütter des Judentums gibt. Die vier Mütter Israels. Ja, so, die vier Mütter Israels, schreiben wir mal hin hier vier Mütter. Das sind Sarah, ne, hier Abrahams Frau, Rebekka Isaaks Frau, Lea und gar nicht so leicht hier drauf zu schreiben, Rahel. So, die beiden Frauen von Jakob. Dieses vier gelten als die Mütter Israels. Und dann ist es interessant, im Alten Testament haben wir noch vor der Sintflut werden die Namen von vier Frauen genannt. Und in der Arche waren auch vier Frauen. So, und das ist etwas Interessantes, weil das ist etwas, was für Alttestamentler einfach was ist, was sie spannend finden, immer wenn solche Sachen kombiniert vorkommen. Vier Mütter Israels und diese Vierer-Situation. Und genau das greift Matthäus auf. Er bringt hier in dem Stammbaum Jesu, der ja einen Haufen Namen hat, vier Frauen. Ich sage mal, die vier Mütter des Messias, verstehe mich richtig. Ja, da ist interessanterweise Maria nicht dabei, sondern hier eben diese hier, Tama, Rahab, Ruth und Bathseba. Und diese vier Frauen, ich würde mal sagen, haben es in sich. Wenn wir uns die mal anschauen. Ganz kurz, wir machen das nur ganz kurz, gehen hier jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil heute geht es mir um was anderes. Juda mit der Tama. Wie gesagt, Juda war eigentlich verheiratet, hat erwachsene Söhne und so weiter. Und Tama war seine Schwiegertochter. Hatte aber keine Kinder bekommen. Der erste Sohn starb und so weiter, dann der zweite und blöde Geschichte. Und letztlich hatte die Krise gekriegt, weil sie gesagt haben, ich kriege keine Kinder. Mein Schwiegervater organisiert mir keinen Mann. Und für die war eine wirkliche extreme Drucksituation. Und da hat sich was einfallen lassen. Sie hat sich als Prostituierte verkleidet. Im alten Luthertext heißt es so schön, eine geweihte Buhle. Eine geweihte Buhle. So, als Prostituierte verkleidet und wusste ja, wo der so normalerweise unterwegs ist, hat sich da schön demonstrativ hingesetzt, hat mit dem dann einen Deal gemacht und tatsächlich hat, Und das führte dazu, dass sie dann eben schwanger war und sie hatte jetzt ein Pfand von ihm bekommen und als rauskam, hier im Familienclan, ey, die Tama ist ja schwanger, dann gab es einen riesen Stress und der Juda hat gesagt, dann muss sie sterben, weil die war ja dann im Ehebruch, das nicht. So, und dann hat sie eben ihr Pfand gezeigt, hat gesagt, pass mal auf, du bist der Vater. Und dann war die ganze Sache, kam da ans Licht und er war jetzt natürlich auch in einer Zwickmühle, sie musste nicht sterben. Stattdessen gab es dann Zwillinge, die hat Zwillinge bekommen, Peres und Serach. Und tatsächlich dieser Peres, das war derjenige, wo dann die Linie weiterging. Also eine Frau, die aus Verzweiflung sich als Prostituierte hergibt und ihrem Schwiegervater, sich von ihrem Schwiegervater schwängern lässt. Das ist Tama. Autsch. Ja. So, Rahab, mit der wir uns heute noch beschäftigen, war vom Beruf Hure, eine Prostituierte. Das war ihr Job. Okay, da sind wir schnell durch. Ruth ist ein bisschen schwieriger. Ruth ist ein Tucken schwieriger, weil wieso hat Ruth eigentlich ein Problem? Ist doch so eine nette Frau, ja, die mit der ollen Naomi da aus dem Land kommt und dann nach Israel kommt und einfach richtig gut drauf ist, ja, wunderbar. Ruth hatte ein echtes Problem. Die kam nämlich aus Moab, das war eine Moabiterin. Moabiterin. So, was war Moabiter? Als Abraham ausgezogen ist, ist einer mit ihm gezogen, nämlich der olle Lot. Aha. Gott hat zwar zu Abraham gesagt, geh raus aus deiner Familie, aber er hat da noch einen Teil der Familie mitgenommen. Gut. Der Lot ist dann also auch ins verheißene Land gekommen, nach Kanaan und im Laufe der Jahre steinreich geworden und dann gab es Schwierigkeiten mit den Herden und irgendwann haben wir gesagt, pass mal auf, wir trennen uns. Geh du dahin, ich gehe hierhin. Und Lot hat sich die Gegend von Sodom gesucht. Sodom. Gar nicht so weit weg übrigens von Jericho. Und eigentlich fast um die Ecke. Ne? Und genau, der Lot,
war dann in Sodom und irgendwann war es dann so, dass die Stadt von Gott vernichtet werden sollte, einfach weil sie zu versaut war. Und dann kennt ihr die Geschichte, dann kamen die Engel und wollten die rausholen und so weiter. Letztlich ist dann wirklich nur die kleinste Familie Lot mit Frau und den beiden Töchtern aus der Stadt gerettet worden. Die Frau dreht sich noch um, das war die Story mit der Salzsäule. Und letztendlich sind die dann in irgendeine Höhle geflüchtet, also wahrscheinlich so eine Vorratshöhle, der war ja steinreich, der hatte ja Herden ohne Ende und die Hirten und so weiter. Der hätte ja übrigens auch zu Abraham gehen können, aber der ist in eine Höhle gegangen und war dann da mit seinen beiden Töchtern. Und die beiden Töchter, die jetzt natürlich, weil Sodom vernichtet war, ihre künftigen Männer, ihre Bräutigame waren weg und so weiter, die haben auch eine Krise gekriegt und haben sich jetzt von ihrem Vater schwängern lassen. Die haben den betrunken gemacht und haben sich von dem schwängern lassen. Lot hatte also zwei Söhne von seinen Töchtern, ja, zwei ja, Söhne, eigentlich Enkel, verrückt. Das waren Moab und Ammon, woher die Moabiter und die Ammoniter kommt. Okay, das heißt, Moabiter stehen für Inzucht. Im Biblischen ist das Inzucht. Die kommen aus dem System Inzucht. Ja, und der Herr sagt mit den Moabitern, das darf nicht vermischt werden mit dem Volk Gottes, mit dieser Linie. Ne? So, und deshalb ist Ruth hier wirklich in einer problematischen Situation. Die kam als echte Frau aus der heidnischen Nation herein. Und sie ist gerettet worden, weil sie gesagt hat, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Super spannende Story, werde ich mal drüber sprechen demnächst. Okay, und dann natürlich hier hinten die Sache mit der Bathseba, die solltest du kennen. David hatte eben gesehen, wie die sich da irgendwie wahrscheinlich oben auf ihrem Flachdach gewaschen hat, vermutlich nach ihrer Reinigungszeit. Und er hat sich die geholt, ist dann mit der ins Bett. Und ja, dann gab es natürlich dann auch wieder, dass sie schwanger war. Und dann wollte das noch vertuschen, hat wie gesagt dafür gesorgt, dass der Ehemann zu Tode kam. Und letztlich war dann diese Geschichte, wo der Prophet zu ihm gekommen ist und gesagt hat, was da los ist. Es kam also richtig ans Licht. Aber der erste, also dieser Sohn ist dann gestorben, aber er ist ja mit der Bathseba dann mit seinem Harem zusammengeblieben und ausgerechnet einer der Söhne von der Bathseba, nämlich der Salomo, das war derjenige, der dann König nach ihm wurde und der auch diese messianische Linie begründet hat. Also all diese Typen hier sind Leute, die unsagbar wichtig sind, denn ohne die wäre der Messias, Jesus, nicht so geboren worden, wie er gekommen ist. Da war natürlich noch sehr viel mehr dabei. Dann gab es ja auch noch, es sind ja zwei, ja, Maria und Josef. Und da gab es natürlich zwei Stammbäume. Aber das hier ist das, was eben uns Matthäus mitteilt. Also hier haben wir sozusagen die vier Frauen, die die Mütter eben dieser messianischen Linie sind. Und alle echt problematisch. Im Grunde genommen kannst du sagen, das Hauptthema, was wir hier haben, ist Unzucht. Okay. Ja, so viel erstmal dazu. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass diese Plagen waren, diese Katastrophen, Ägypten komplett zusammenbrach, das System Ägypten zusammenbrach, Versorgung, Wirtschaft, alles, religiöses Leben, auch hinterher dann noch militärische Power, brach alles zusammen und das Volk konnte rausziehen. Das böse System Ägypten, wo die als Fronarbeiter drin waren, brach zusammen, kollabierte, um die Söhne und Töchter des verheißenen Volkes in die Freiheit ziehen zu lassen. Das ist das Bild. Was damals geschah, war dieses Blut von dem Passahlamm, was an die Türpfosten gestrichen werden musste. Ja, ein Bild natürlich für den Messias, an das Holz, senkrecht und waagrecht, wie sein Blut vergossen worden ist, auch am Holz. Ne? Das Passahlamm, so nennt die Bibel ihn sogar. Und das hat diesen Auszug ermöglicht. Das hat den Auszug ermöglicht. Dann geschah es eben aufgrund von Unglaube und Motzen, Murren, einfach weil die ein bisschen schräg drauf waren, dass sie 40 Jahre lang durch diese Wüste eiern mussten, bevor sie endlich das verheißene Land unter Josua einnehmen konnten. Das heißt, die ganze Generation, die ausgezogen ist, die gesamte Generation über einem gewissen Alter,
ist erstmal in der Wüste gestorben, bevor die nachfolgende Generation dann die Gelegenheit hatte, das verheißene Land einzunehmen. So, die Situation hier ist jetzt so: Jakob hatte ja als seinen zweitjüngsten Sohn Josef, das war der Josef, der natürlich nach Ägypten gekommen ist, und bei ihm kam dann diese ganze Situation mit der Hungersnot. Und dann zogen letztlich Jakob mit seiner Family, das waren 70 Leute, da zählten eben auch Juda und Tamar und so weiter dazu, zogen nach Ägypten. Das heißt, ab hier waren die schon in Ägypten für etwa 400 Jahre. Und dann läuft die Story und läuft und läuft und läuft. Und dieser Nachschon, das war einer, der ist mit Mose aus Ägypten ausgezogen. Also diese Zeit hier, ne, diese Zeit war das Volk in Ägypten. Erst war das ganz gut, die waren ja wohl gelitten. Und später wurde das immer schwieriger und letztlich waren sie dann nur noch die Underdogs. Das waren dann hinterher wirklich die Fronarbeiter, die Sklaven. So, und dann sind die eben raus unter Mose, wir kennen die Story. Und da gibt es einen Typ, Nachschon, und der wird erwähnt als ein Sippenoberhaupt. Ja. Gut, alle waren gestorben, auch Mose letztlich war weggenommen worden von Gott, letztlich beziehungsweise gestorben und dann beerdigt worden von Gott. Und jetzt war Josua dran. Gott hat mehrfach Josua bestätigt, dass er derjenige ist, der das Volk ins verheißene Land führen sollte. Und die sind jetzt aus dieser Wüste Richtung Israel gezogen, also Kanaan gezogen und standen dann vor dem Jordan. Die hatten jetzt natürlich über Jahre trainiert und hatten auch Waffen und alles Mögliche. Das war schon eine ganz andere Truppe als diejenigen, die aus Ägypten ausgezogen waren. Das waren schon Kämpfer. Aber das Problem war, dass sie eben an dem Jordan standen, der eine riesige Blockade war. Der war nämlich über die Ufer getreten. Und danach kam ein Bollwerk, eine Festung, eine Stronghold, die den Weg hoch nach Kanaan richtig verbaute. Das war eine für damalige Verhältnisse super stark befestigte Stadt Jericho. Und ich weiß nicht, wer schon mal da gewesen ist von Jericho. Wenn du von Jerusalem runterfährst, durch diese Schluchten und so weiter, bis du unten dann im Tal ankommst, in der Jordansenke, erstmal ist das ganz schön weit und es geht wirklich runter. Ja? Und da unten war Jericho wie so ein Riegel und blockierte den Weg hoch auf die Gebirgszüge. Ja? Jericho hat die ganze Region blockiert, bewacht, hatte da die Herrschaft drüber. Ja? Also man hätte nicht einfach an Jericho vorbeigehen können und da hochziehen können, weil dann hätte man immer den Feind im Rücken gehabt. Jericho war ein Bollwerk, was wirklich eingenommen werden musste. Ja? Okay, und dann dort hat Josua was super Schlaues gemacht. Er hat Folgendes gemacht, Josua 2, Vers 1. Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus. Was hatte Mose gemacht? Der hatte public, ganz öffentlich, 12 Männer ausgesandt. Und zwar auch noch 12 bekannte Männer, also sagen wir mal berühmte Persönlichkeiten, ja, die hat er ausgesandt. Und das war ihm vollkommen in die Hose gegangen. Ja, nur Kaleb und Josua waren übrig geblieben. Und er war da ja dabei gewesen. Er wusste, so nicht. Und deshalb hat er das heimlich gemacht und auch nur zwei. Ja, nix hier öffentlich. So, und hat gesagt, geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab. Und sie legten sich dort schlafen. Okay, was ist relativ offensichtlich, im Haus einer Hure sich schlafen zu legen, was da gelaufen ist. Kurz und gut, wir müssen uns die ganze Situation trotzdem bewusst machen. Israel war ja jetzt dort in der Wüste mit Hunderttausenden von Leuten. Das war ja nicht unbekannt. Ja? Und die kamen dann irgendwie immer näher und näher und näher gezogen. Und es war bekannt, dass die dieses Land einnehmen wollten. Und das hat dazu geführt, dass man natürlich diese
Festungen ausgebaut hat, weil man wusste ja, irgendwann kommt dieser Feind, dieser monströse, riesige Feind, der dieses Land hier haben will. Ne? Und jetzt war es tatsächlich so gekommen, der war schon fast in Sichtweite von Jericho, fast schon in Sichtweite. Ja? Und die waren jetzt natürlich auf Alarmstufe Rot. Die wussten, hey, jetzt passiert was. Da war in der Stadt eine hektische Betriebsamkeit. Die haben alles zusammengeholt, was zusammenzuholen war. Die haben die Stadt mit Vorräten natürlich vollgestopft. Die war befestigt worden über Jahrzehnte. Die war ein richtiges Bollwerk, eine Festungsanlage. Ja, die war bis oben hin gestopft mit Nahrungsmitteln und mit Leuten aus der ganzen Region, die da hingekommen waren. Und wir wollen uns jetzt mal Jericho und diese Sache mit der Mauer da ein bisschen näher anschauen. Weißt du, Jericho ist schon interessant. Liegt im Grunde genommen an der tiefsten Stelle so der kontinentalen Erdoberfläche. Ja, man kann nicht sagen, die tiefste Stelle der Erde, ja, das ist wahrscheinlich im Marianengraben im Wasser, sondern der Landfläche, die tiefste Stelle der Landfläche, ne, direkt am Toten Meer. Und es gilt als die älteste Stadt der Welt. Und gleichzeitig ist es so, dass dieser Jordangraben ist auch erdbebengefährdet. Es ist ein durchaus erdbebengefährdetes Gebiet. Und dort im Norden von diesem Toten Meer, da lag jetzt eben diese Stadt. Ja, da lag die Stadt und verbaute den Weg ins verheißene Land. Die Bewohner von Jericho und auch den anderen Städten hatten natürlich sehr viel Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Die Rahab sagt beispielsweise später einmal zu den Kundschaftern: Ich habe erkannt, dass Yahweh euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass Yahweh das Wasser des Schilfmeeres für euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz. Und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn Yahweh, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist das, was die Hure Rahab zu diesen Kundschaftern sagt. Das ist das, was da bekannt war. Das war die Situation. Und jetzt war dieser mächtige Feind tatsächlich auf dem Marsch und die Einnahme, die Belagerung stand kurz bevor. Alarmstufe dunkelrot war das. Und in dieser ganzen Situation spielt sich das jetzt ab. Da gehen diese beiden Spione in diese Stadt hinein. Das war hyperlebensgefährlich. Ne? So, und haben dann da eben ja, geschnüffelt. Und sie sind in dieses Haus von dieser Hure gegangen. Und ich möchte mit dir das mal ein bisschen dir zeigen, wie das ist mit dieser Mauer. Da war eine doppelte Stadtmauer, diese Stadt, die war so etwas, ja, wie soll man sagen, so olivförmig, ja, gab eine doppelte Stadtmauer drumherum, eine innere und eine äußere. Und in der inneren, die war weiter oben gelegen, das war so ein Tell, so ein Hügel war das, wo die Stadt drauf gebaut war. In dem Inneren, da waren also Quelle und da waren Tempelanlagen und die ganzen Vorräte, da wohnten die etwas vornehmeren Leute, die es leisten konnten. Und dann gab es den Ring außenrum und in dem, da lebten eher die einfachen Leute. Ja, und eben auch die Rahab. Gut, das möchte ich mal dir aufzeichnen ein wenig, damit wir das besser verstehen, wie das ausgesehen hat. Gut, also hier etwa, sieht man das? Ja, hier ist, sagen wir mal, Bodenebene. Das ist etwa so Bodenebene. Und dann haben die Folgendes gemacht. Das haben Archäologen rausgefunden. Wir gehen da gleich noch ein bisschen drauf ein.
Ja, wenn das hier die Bodenebene war, dann hatte sich das schon so dieser Hügel über die Jahrtausende so ein bisschen als Tell, das heißt so ein, die Stadt war immer wieder draufgebaut worden, ne, und erhöht worden, hatte sich dann hier schon gebildet. Und die haben hier eine extrem starke Wall gebaut. Ein Wall, der war komplett aus Stein. Ja, das war der untere Wall. Unterer Wall. Und auf diesen Wall, also ein richtiges Machwerk, haben sie eine sehr für damalige Verhältnisse bemerkenswerte Mauer gemacht. Die hatte auch richtig Stärke, ne? Diese Mauer, die war allerdings nicht aus Stein, sondern die war aus Tonziegeln. Also aus Ziegeln haben sie die gebaut. Und die war 6 bis 8 Meter hoch. Das war der äußere Mauer. Äußere Mauer. Damit du mal siehst, wie sowas etwa aussieht, machen wir da mal ein Männchen rein. Damit wir extra mal so ein etwa eine. So, irgendwie. Ne? Damit man etwa mal so die Proportionen hat. Hier machen wir auch noch eins hin, hier unten. So. Genau, Mauer und dieser Wall, der war gar nicht, also ein Bollwerk, also richtig massiv. Und wie gesagt, darauf die Mauer. Und dann ging es hier innen drin in der Stadt weiter. Hier war das dann so leicht schräg. Und mal eine Straße und Wege und so weiter. Und da waren auch dann die Häuser. Also hier hatten sie irgendwelche Häuschen. Das war alles sehr eng und sehr dicht bebaut. Also ich würde fast sagen, mehr so wie Pueblo-Stil, ja. Mit Häuschen, die sie hier hatten, alles sehr eng, sehr gedrängt, ne? Wo die dann eben in diesem äußeren Bereich gelebt haben. Und dann kam jetzt höher gelegen hier ein zweiter Wall, der war noch größer, das war ein richtiges Monster. Und das ganze Ding ist so, dass das auch selbst bis vor wenigen Jahrhunderten, also vor Erfindung, sagen wir mal, von Kanonen und Schusswaffen und sowas, also mit Feuer und Schwarzpulver und so weiter, wäre das fast uneinnehmbar gewesen. Das war gigantisch befestigt. Okay, also hier war jetzt jedenfalls der obere Wall, auch massiv aus Stein. Und da haben sie genauso noch so eine Mauer drauf gebaut. Und diese Mauer war auch 6 bis 8 Meter etwa hoch. Wieder hier Stein und hier aus Ziegel. Das war die innere Mauer. So, und dann war hier oben auf dem Level ging es dann weiter etwa. Und dann hatten sie hier dann eben ihre Häuser und da waren die Vorräte. Also hier hatten sie Vorräte. Schreibt man das mit 1 oder 2 R, keine Ahnung. Dann hatten sie hier ihre Tempelanlagen und hier war auch die Quelle. Also hier war dasjenige, was relevant war, was wichtig war. Ja? Und das Interessante ist jetzt an dieser Stelle hier. Hier haben sie einen Graben ausgehoben. Ja? Und die haben Folgendes gemacht. Ja, aber ich kann das auch ein bisschen rüberschieben. Die haben Folgendes gemacht. Nehmen wir mal hier grün. Die haben hier das. Das ist bekannt in der Archäologie. In besonderer Weise behandelt. Die haben nämlich daraus ein Glasier gemacht. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Ein Glasier. So, das heißt, die haben Folgendes gemacht. Die haben hier das ganze Ding mit Kalk verputzt. Mit Kalk. Der Kalk hatte verschiedenste Vorteile. Die haben das also richtig verputzt,
wie so ein Kranz um die ganze Stadt rum, hier mit diesem Graben, der ging um die ganze Stadt rum und diesem glatt verputzten, richtig schön sauber, wie so eine Krause haben die das drumherum gemacht. Dieses Glasier mit Kalk verputzt. Das hatte verschiedene Vorteile. Erstens, das war richtig glatt. Da konntest du also einfach nicht hier hochklettern. Ging nicht. Es war rutschig. Ja? Es war absolut glatt, vor allem, wenn es geregnet hatte. Also es war richtig schmierig. Ja? Zweitens, du konntest nicht mit schwerem Gerät einfach so hinkommen. Durch den Dings hier, das ging nicht. Also man konnte weder mit dem Rambock noch so mit so einem Belagerungsturm kommen, noch konnte man da irgendwie ankommen und mit Leitern versuchen, hier hochzukommen. Also es war richtig schwierig. Und auch nachts, dadurch, dass es hell war, dass es weiß war, konnte man genau sehen, wenn da Angreifer waren. Ja? Dieses Glacier war eine für damalige Verhältnisse Top-Technik, um den Feind wirklich abzuhalten. Ja? Es war, wie gesagt, glatt, rutschig und der Feind hatte keine Möglichkeit, mit schwerem Gerät kommen zu können. Das hatten die dort, haben die Archäologen festgestellt. Okay, jetzt zeige ich euch mal ein Bild. So, hier ein Bild, das zeigt den Ausgrabungsort, wie er heute ist. Da sieht man also diesen Hügel und eben so den, da waren die verschiedenen Ausgrabungen über die letzten Jahrzehnte. Und ein zweites Bild, das zeigt euch eine Skizze hier aus einem Bibelprogramm, ist das Bibelprogramm. Und hier siehst du so ein bisschen, wie das etwa ausgesehen hat. Was du da auch sehen kannst, waren solche Rampen. Und auf diesen Rampen, ja, da konnten natürlich dann die Leute dann auch in die Stadt rein. Das gab es beim unteren Wall und auch bei dem oberen Wall. Okay, das heißt also, wenn jetzt hier so eine Rampe beispielsweise ist, gewesen ist, dann war dann hier, sagen wir mal, irgendwie so ein Tor, entsprechend mit Torflügel und Sicherungstechnik und so weiter. Und da konnten die dann in diese Stadt reingehen oder eben tatsächlich dann oben auch. Das ist die Situation von den Mauern von Jericho, wie die Archäologen die rausgefunden haben. Das ist die Konstruktion, die sie gefunden haben. Das heißt, dass hier von der Bodenebene hier bis hier hoch, das sind etwa 20 Meter. 20 Meter höher, ja, 20 Meter höher ist schon mal was. Das ist auch für Mittelalter oder sowas schon gewaltig, wäre das noch gewesen. Das war richtig eine monströse Festung. Gut, jetzt können die Archäologen uns heute sagen, wie die Mauern eingestürzt sind. Die können das schlüssig erklären und sie können sogar archäologisch nachweisen, wie es passiert ist. Es war nämlich folgendermaßen, na, da kommen wir gleich zu, es gab da verschiedene Ausgrabungszeiten und da gibt es eine berühmte britische Archäologin, Kathleen Kenyon, die hat das in den 50er Jahren ausgegraben über mehrere Jahre und die hat tatsächlich gezeigt, die Stadt war monströs befestigt und hat nur einen Fehler gemacht. Sie hat die Zerstörung der Stadt falsch datiert, weil, ich sag's mal so, es sollte nicht Bibel bestätigen. Ne? Es sollte nicht die Bibel bestätigen. Also hat man das so hingebogen, dass es eine andere Zeit war, nämlich etwa 150 Jahre früher. Ja? Und der Punkt war, dass man heute weiß, es stimmt nicht. Sie hat sich verrechnet, ihre Datierung ist nicht korrekt. Sie hat das auf 1550 vor Christus angesetzt, hat gesagt, die Stadt ist durch Ägypter zerstört worden. Und zur Zeit, als die Israeliten angeblich gekommen sind, war das nur ein Dorf. So, tatsächlich ist es so, dass die Zerstörung um das Jahr 1400 vor Christus passiert hat und genau mit dieser biblischen Berichterstattung zusammenläuft. Ja? Gut, also in dieser Stadt Massen von Lebensmitteln, Massen von Ressourcen, Massen von Waffen, alles, was die über Jahre und Jahre da reinpacken konnten, war da drin. Ja, das war also wirklich vollgestopft, auch Massen von Menschen. Und heißt, die waren für die Belagerung sehr gut vorbereitet. Die Leute waren vorbereitet auf eine lange Belagerung, Monate, Jahre. Ja, und wie gesagt, da hatten sie die Quelle. Und das Interessante ist, kurz vorher,
kurz bevor jetzt die Israeliten da auftauchten, haben sie sogar noch die Ernte eingebracht. Ja, sie haben, berichtet uns Josua 3, Vers 15, dass sie die Ernte hatten. Sie hatten auch alle möglichen anderen Ressourcen. Ja, die Story von der Rahab berichtet ja, dass die da Flachs auf dem Dach hatte. So, Flachs, das war was, was nicht so wertvoll war, was zwar okay war, aber jetzt nicht lebensnotwendig. Das hat man also nicht in den inneren Bereich gebracht, der geschützt ist, sondern das war mehr so was, was hier außen sein konnte. Ne? Das war das, wo sie die Botschafter, die Kundschaft darunter versteckt hat. Und die Archäologen haben etwas extrem Interessantes gefunden, wo man normalerweise denkt, naja, was ist denn das? Und zwar schon bei Ausgrabungen in den 30er Jahren hat man etwas gefunden, was man in der Archäologie sonst nie findet. Nämlich volle Vorratskrüge. Riesige Vorratskrüge, Massen, die voll waren mit Weizen, mit Getreide. Ja? So, das heißt, die Stadt war vollgestopft mit Lebensmitteln für eine Belagerung. Und jetzt sagst du, naja, was ist denn das, wenn man die da findet? Die findest du sonst nicht in der Archäologie, weil das war super wertvoll. Das war natürlich ein Schatz, ja, auch für die Eroberer. Das war ja das, wovon die leben konnten. Das wäre ja, das war super wertvoll, diese Lebensmittel. Normalerweise hat man die geholt. Das war ein ganz wichtiges Gut, was geplündert werden sollte. Hat man die geholt, hat man die zumindest mal für Handel dann gebraucht. Aber hier in Jericho ist der Fall, das ist Massen von diesen Vorratskrügen, gestopft voll mit Getreide, die nicht angerührt worden sind. Und zwar weder von den Leuten, die in der Stadt waren, noch von den Eroberern, die dann gekommen sind. Ne? Und das ist etwas Bemerkenswertes. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass Gott, Josua gesagt hat, verbrennt die Stadt, nehmt nichts, plündert nichts. Das war eine ganz schöne Nummer. Die Stadt war gestopft voll, wie gesagt, auch mit Waffen und allen möglichen Ressourcen und so weiter. Und er hat gesagt, rührt es nicht an, nichts davon, nichts davon. Und das haben sie auch alle gemacht, bis auf diese Story von dem Achan, ist eine andere Geschichte. Und dann wurde die ganze Stadt verbrannt. Eingeäschert, komplett platt gemacht. So, dass so viel Getreide noch da in der Stadt war, zeigt auch, dass die Belagerung sehr kurz war. Sonst hätte das ja entsprechend verbraucht sein müssen. Die Bibel berichtet, die Belagerung hat 7 Tage gedauert und ist eben dieses Umrunden der Stadt von den Israeliten. Ne? Gut, die Krüge waren noch voll. Und dann gibt es etwas Interessantes, es gab vor etwa 110 Jahren mal deutsche Ausgrabungen, ein deutsches Ausgrabungsteam. Und die haben auf der Nordseite der Stadt, auf der Nordseite, haben die einen Bereich gefunden an der, hier an der Stadtmauer, ja, wo sie festgestellt haben, dass diese Stadtmauer nicht komplett eingestürzt war, sondern bis etwa 2 Meter noch stand und dahinter waren Häuser. Ja, und die Häuser waren unversehrt, während alles andere, wie gesagt, platt war und mit Asche komplett zu war. Da war also eine etwa 1 Meter hohe Ascheschicht. Also nur zum Verständnis, ja, das war etwa so hoch, war hier alles hinterher mit Asche voll. Richtig Asche, weil alles, was da war, war verbrannt. So, nur an einer Stelle gab es eben hier noch Mauer und Häuser, die unversehrt waren. Das ist genau das, was die Bibel uns berichtet. Sehr interessant. Josua 2, Vers 15. Ihr Haus, nämlich das Haus von der Rahab, befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Weißt du, was da wörtlich steht? Wörtlich steht da in der Stadtmauer und sie wohnte in der Stadtmauer. Nun, wir wissen nicht, wie das gewesen ist, aber die Mauer war jetzt ja nicht unbedingt massiv geziegelt dick, ja, was weiß ich, hier 2 Meter massiv Ziegel oder sowas, sondern das war vielleicht mehr, wie man bei anderen Festungen so diese Kasematten hat. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Das heißt, da sind Räume drin für, was weiß ich, Militärzeug und Ausrüstung, was die dann brauchen und eben Lager und sowas für alles Mögliche, dass man also dieses auch als Raum genutzt hat. Und vielleicht, alles nur Vermutung, vielleicht war es so, dass da ein Tor war,
Und da war eben Taverne, sag ich mal. Ja, im Tor, wo die Leute rein und raus kamen, da war vielleicht eine Taverne und da hatte sie eben ihr Gewerbe dann betrieben. Könnte sein. Denn irgendwie muss sie ja auch an der Mauer was zu tun gehabt haben, denn sie hatte ja ein Fenster nach außen, wo sie die runterlassen konnte. Ne? Also die Aussage, dass sie in der Stadtmauer wohnte, ist schon sehr interessant. Ne? Gut, nach unserem Verständnis sagen wir, das war an der Stadtmauer. Wir wissen aber nicht, wie das miteinander verbunden war, wie hier drin irgendwelche Räume waren und so weiter. Auf jeden Fall spannend. Man sagt, dass einige der Häuser eben wie Tore in die Stadt waren und dass da eben die Leute reinkamen, auch gecheckt worden sind, Zoll und so weiter war und eben vielleicht diese Tavernen gab. Sagen wir mal, vielleicht lebte Rahab in so einem Torbereich. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt irgendwie diese Mauern hier eingefallen sind, ja, durch den Schofarklang, ne, wenn das hier irgendwie zusammengebrochen ist, ja, wie sind denn die Israeliten da reingekommen? Ne? Weil es heißt nämlich in Josua 6, Vers 20, und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. Die standen um die ganze Stadt rum und ein jeder ging einfach stracks rein. So, ich hatte dir gesagt, das ist hier dieser Kranz um die ganze Stadt rum. Und es war so, haben die Archäologen festgestellt, diese Mauer, übrigens auch die da oben, ne, schmierte ab. Die brach zusammen und rutschte hier, dieses wunderbare, schöne, glatte Rutschbahn, runter. Ja, rutschte hier runter, stürzte ab, ne, und bildete dann hier so ein richtiges Gebrösel, wie auch immer, rundum. Und das war genau das, wo die reingehen konnten. Die brauchten nur hier hoch zu kraxeln über diese Trümmer und waren in der Stadt. Gleiche auch da oben. Ja, dieses Glacier, dieses eigentlich sehr supercoole Festungsinstrument wurde zur Falle. Weil die Mauer da abschmierte, ja, und so richtig hier runterging, bildete das eine Rampe und man konnte dort in die Stadt gehen. Das haben die Archäologen rausgefunden. Finde ich sehr bemerkenswert. Gut, jetzt gibt es natürlich verschiedene Fragen. Wie konnte das denn sein, dass diese Stadt, dass diese Mauern dort überhaupt eingestürzt sind? Wie passierte das denn? Ja, es gibt natürlich Theorien, wie das passiert sein könnte, also auch im Natürlichen. Ja, also ganz normale, natürliche Theorien, wo die Wissenschaftler und weiter sagen, naja, man könnte vermuten, dass es extremste Regenfälle gegeben hat. Das ist denkbar, weil es heißt ja, dass der Jordan überflutet war, ja, über die Ufer getreten war. Und dass das hier irgendwie, ja, das unterspült hat. Ich meine, wenn da natürlich hier richtig Wasser reinkommt, ne, dann drückt das hier auf die Mauer und könnte sein, dass das hier einfach rausgedrückt hat und das hat das Ganze dann schmierig gemacht und das ist wirklich da runtergerutscht. Reine Theorie. Etwas anderes sagt, das ist sowieso ein Erdbebengebiet und Archäologie hat auch festgestellt, dass, also kann feststellen, dass da Erdbeben gewesen sind, aber jetzt nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, aber die Erdbebentätigkeit kann man nachweisen, per Archäologie, ja, und es ist einfach ein Erdbeben gewesen und es gab Erschütterungen und die Mauern sind eben zusammengestürzt. Oder es gibt die geistliche Version, dass du sagst, hey, der Herr hat seine Engel geschickt, die haben Schofar geblasen und die haben einfach die Mauern umgeschmissen, ja. Es ist im Grunde genommen alles wurscht, Hauptsache die Mauern stürzten ein. Und wo stürzten sie ein? Sie stürzten ein beim Klang des Schofars. Beim Klang des Schofars. Ich habe hier mal ein kleines Schofar. Ich habe drei Stück. Und das hier ist ein besonderes. Der Witz ist nämlich, dieses Schofar, ich habe das gar nicht damals realisiert, habe ich wo gekauft? In Jericho. Da waren wir mit einer kleinen Truppe bei dem bei der Anlage da von dem Tassa Ada, wer den kennt. Und dort habe ich dieses Schofar gekauft. Das ist mit so einer Silberfolie beschlagen und hier vorne mit so einem stilisierten Efort drauf. Ja. Und das ist also wirklich etwas in Jericho, ein Schofar, unter dem die Stadtmauern zusammenbrachen. So, wer sich mit Schofar auskennt, Schofar ist so cool. Schofar ist eine Waffe.
Das ist nicht ein Musikinstrument, das ist auch nicht etwas, um irgendwie die Gnade des Herrn damit zu preisen, das ist eine Waffe. Ja? Wenn du in der Bibel schaust, das ist etwas, was immer gewaltige Auswirkungen hat. Und das Schofar hier bei Jericho hat eben dazu geführt, dass die Mauern einstürzen. Es ist eine Waffe, die Mauern, Festungsmauern zum Einsturz bringt. Wir finden das bei Gideon, da wurde das ganze Heer der Midianiter, hat sich vernichtet beim Schofarklang. Ja? Halleluja! Es klingt fürchterlich. Also vor allen Dingen dieses kleine Horn ist wirklich quiekig, ja. Aber ich mag es, weil es einfach aus Jericho ist. Halleluja. Für mich eine coole Sache. Das Schofar als Waffe ist etwas, was ich dir sehr empfehlen würde. Wir haben auch ein Buch über das Schofar bei uns im Shop. Es ist etwas, was ein endzeitliches Instrument ist. Guck mal, über Jahrhunderte spielte das keine Rolle. Ja? Luther hatte keine Ahnung, deshalb hat er das mit Posaune übersetzt. Ne? Und jetzt, seit eigentlich nur wenigen Jahren, vielleicht 20, 25 Jahren, kommt auf einmal das Schofar wieder ins Bewusstsein. Und es ist etwas, was genutzt wird, um die Festung, die Strongholds, die Systeme der Finsternis damit zu attackieren. Es ist stark, wenn man es im Geist versteht, was man damit macht. Und genau das haben die damals hier verstanden. Sie haben das Schofar geblasen, übrigens schön weit weg, ja, weil die mussten ja auf jeden Fall außer Reichweite der Pfeile hier von den Leuten aus Jericho sein. Das waren durchaus ordentlich weit weg, wo sie da im großen Abstand um die Stadt rum marschieren mussten. Ne? Das war schon ein paar Kilometer, die sie zu laufen hatten, von ihrem Lager bis dann zur Stadt, dann siebenmal drumherum. Also so, ich habe mal etwa gerechnet, so irgendwo zwischen 15, eher 20 Kilometer waren die schon mal marschiert, ne, bevor die überhaupt hier dann in die Stadt reingekommen sind. Das heißt, es dürfte dann auch Abend gewesen sein. Okay, gut. Und der Schofarklang schmierten jedenfalls hier die Mauern ab und die Stadt wurde komplett erobert. Und es wurde komplett alles ausgelöscht und vernichtet und verbrannt. Außer dem paar Sachen, die der Achan sich dort unerlaubt mitgenommen hat. Und das hat er mit dem Tod bezahlt. Das ist eine andere Story. Und wie gesagt, Archäologen haben gefunden, die Stadt ist eben in einer ein Meter ne, hohen Ascheschicht dann im Grunde genommen zugrunde gegangen. Und es hat lange, lange, lange gedauert, berichtet die Bibel übrigens auch, ganz interessant, bis es wieder aufgebaut worden ist. Okay, das mal zu dieser ganzen Geschichte mit der Mauer. Und jetzt wollen wir uns hier diese Lady nochmal anschauen, die Rahab. Ja, das ist, ich hatte vorhin gesagt, der Shooting Star des heutigen Abends. Rahab ist echt ein paar Worte wert. Achtmal wird in der Bibel Rahab erwähnt. Achtmal kommt sie vor. Und fünfmal wird nicht darauf verzichtet, ihren Beruf, sage ich mal, ausdrücklich zu erwähnen. Das ist Rahab, die Hure. Das gibt es sonst nicht nochmal in der Bibel. Ja? Aber bei Rahab gibt es das. Das ist die Hure. Rahab, vom Wort her, bedeutet eigentlich weit offen. Es ist keine sehr subtile Art, jetzt auf darauf hinzuweisen, dass sie eine Prostituierte war. Ne? Das war schon ziemlich derb alles. Und die Bibel ist da ganz, ganz offen und sehr korrekt an dem Punkt. Da wird nichts schön geredet, ja? Da wird nichts irgendwie verklausuliert, verschleiert, umformuliert, sondern baff, wie so ein Flutlicht geht es drauf und sagt, hier, guck da, Rahab, Hure, so war es gewesen. Wir wissen nichts, wie alt sie war, vielleicht war sie gar nicht sehr alt, vielleicht war sie noch eine wirklich junge Frau. Aber was ich sagen will ist, auch damals wurde man Hure oder Prostituierte nicht aus Berufswunsch. Das hat man sich nicht ausgesucht. Das war am unteren Ende, damals schon, der gesellschaftlichen Situation. Die war letztlich natürlich eine verachtete Frau. Ja, die war jemand, wo man drauf runtergeguckt hat. Gleichzeitig diverse Leute, die eben ihre Dienste auch in Anspruch nahmen. Ne? Es war eine Hure, ja? Eine Prostituierte. So, und es war ihr Geschäft, irgendwelche Leute unterzubringen, Männer. Ja, und da kamen die beiden und die hat sie halt untergebracht. Eigentlich völlig logisch. Und diese Frau am Rande der Gesellschaft hatte eben ihr Haus am Rande der Mauer. Das sollte in dem Fall zu ihrem Segen sein. Ja,
Da kamen jetzt diese beiden Fremden irgendwie, vielleicht, wie gesagt, in ihre Taverne, in diesen Torbereich. Und die haben natürlich ein bisschen Fragen gestellt. Und sie hat sich das angeguckt, mal zugehört und hat gedacht, hier läuft was. Und sie hat kombiniert, dass das Spione der israelischen Stämme sind. Und sie hat kapiert, das ist meine Chance. Da sind Leute gekommen, die können für mich in dieser irrwitzig brisanten Situation, wo alles dem Untergang geweiht ist, wo Gefahr ist, wo es total verrückte Ausgangssituation ist, hier gibt es einen Strohhalm für mich, an den ich mich festklammern kann. Ich habe das Glück, diese Leute hier zu treffen. Ja? Sie wusste, es wird einen Angriff geben. Und sie wusste, ich habe ja vorhin vorgelesen, was sie gesagt hat. Und das war der Weg, die Möglichkeit, die Chance, dass sie und ihre Familie gerettet werden konnten. Und deshalb hat sie die aufgenommen und hat sie die irgendwie versteckt hier auf ihrem Flachdach unterm Flachs. Und dann war das aber auf irgendwelchen Wegen, warum auch immer, dem König von Jericho zu Ohren gekommen. Das war irgendwie, hatte man das mitgekriegt. Ne? Und ruckzuck waren dann Wachen bei Rahab, kamen hin, haben sie ausgequetscht, haben gedacht, was ist hier los, was ist hier passiert? Da waren noch Männer und sie hat gesagt, ja, da waren Männer und das hat man ihr dann auch geglaubt natürlich und hat aber gesagt, die sind wieder weg, sind durch das Tor, ihr müsst ihn hinterherjagen. Und sie hat auf diese Weise den Kundschaftern, den beiden, das blanke Leben gerettet. Sie hätte die ja auch dran geben können. Ja? Aber sie hat die geschützt und dann sogar noch aus diesem Fenster rausgelassen. Ne? So, sie hat sie gut versteckt. Das war ja in der Nacht. Die Soldaten haben da zwar den Flachs gesehen, aber nicht, dass da Leute drunter waren. Und dann wurde die Stadt erobert. Und niemand, keine Person, kein Mensch, kein Tier, kein Nix wurde verschont, außer Rahab und ihre Familie. Und jetzt hatte Josua, als die Botschafter wieder, die Kundschafter wieder zurückgekommen waren, hatte eine sehr präzise Angabe diesbezüglich gegeben. Das war also bekannt bei allen. Das war in den israelischen Stämmen war klar, hey, da gibt es ein Haus, das ist mit uns verbündet. Ne? So, Josua 6, Vers 25. Als die Stadt eingenommen war. So ließ Josua die Hure Rahab und das Haus ihres Vaters sowie alles, was zu ihr gehörte, am Leben. Und sie wohnte mitten in Israel bis zum heutigen Tag, weil sie die Boten versteckte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Rahab hat, wie ich vorhin vorgelesen habe, im Grunde genommen an den Gott Abrahams geglaubt. Was hat sie zu den Kundschaftern gesagt? Sie hat gesagt, ich habe erkannt, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Jahwe, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Die Stadt fällt, ihr Haus wird geschützt und letztlich kommt sie in das Volk Israel hinein, wird aufgenommen und wächst in diese Kultur hinein, heiratet, kriegt Kinder und ist dann eben da drin. Ne? Hier. Geht da komplett mit ein und ist letztlich sogar in diesem Stammbaum von König David, König Salomo und letztlich dem Messias. Halleluja. Sie ist deshalb jemand, der wird auch im Neuen Testament sehr besonders erwähnt. Ganz bemerkenswert, in der Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11 lesen wir Vers 28 bis 31 folgendes. Mose, durch Glauben hat er das Passa gefeiert. Passa war das, wo das Lamm geschlachtet worden ist, das Blut an das Holz gestrichen worden ist und dann ist die Familie hineingegangen, die Tür wurde zugemacht und innen drin wurde das Passa gefeiert. Ne? Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut am Türrahmen ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Und jetzt kommt's. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage drumherum
umzogen worden waren. Durch Glauben fielen die, weil sie genau das getan haben, was Gott gesagt hat. Das war ja nun keine sonderlich ausgebuffte kriegstechnische Lösung, ja, da mit Schofar drum rumzuziehen und sonst nichts. Psychologische Kriegsführung war das bemerkenswert, aber ansonsten ist es einfach dieser Gehorsam gewesen, der dafür gesorgt hat, dass die Mauern einstürzen und diese Stadt erobert werden konnte. Deshalb durch Glauben. Und dann kommt es jetzt. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Das steht im Neuen Testament. Auch gelobt wird sie in Jakobus, in Jakobusbrief, Kapitel 2, Abvers 23. Das ist etwas, was ich wirklich bemerkenswert finde, diese ganze Story mit dieser Rahab. Aber es geht noch weiter. Es geht wirklich noch weiter. Viele von euch kennen die israelische Nationalhymne. Ja? Die Nationalhymne heißt Hatikva. Hatikva. Das ist die Hoffnung. Hatikva. Die Hoffnung. Das ist die Nationalhymne Israels. In Josua 2, Abvers 14 lesen wir, was die Kundschafter zu der Rahab gesagt haben. Was die mit ihr gesprochen haben, als sie geschützt worden war und als das ganze Ding, diese gefährliche Situation da offenbar wurde und so weiter. Da hat sie ihnen das angeboten, dass sie eben die rauslässt, ja, durch das Fenster. Und dann sagten ihr die Männer, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und so soll es geschehen, wenn Jahwe uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter. Denn ihr Haus befand sich an bzw. in der Stadtmauer und sie wohnte an bzw. in der Stadtmauer. Seil. Dieses Wort Seil ist sehr bemerkenswert, hier in Vers 15. Im Hebräischen ist es nämlich das Wort Shevel, Shevel, was hier verwendet wird. Das Seil. Schreiben wir mal hier hin, Shevel. Das ist das Wort, was dort für Seil gebraucht wird, an dieser Stelle. Und das Wort ist ein sehr interessanter, vielschichtiger Begriff, der wirklich mehrere so Assoziationen hat, die da reinspielen. Zum einen bedeutet es bis heute im Hebräischen Seil oder Schnur. Dann ist es so, dass man damals tatsächlich Territorium, so Grundstücke und so weiter, abgesteckt hat mit solchen, das hat man einfach abgeschnürt. Ja, hat gesagt, okay, hier mit Schnüren konnte man das markieren, das ist jetzt eben dieses Landstück. Und deshalb heißt dieser Begriff auch, bezieht sich auf Territorium. Ja, ja, also im Sinne auch von, das ist ein Anteil von irgendwas oder auch, das gehört zu einer Region. Ein anderer Aspekt, der in dieses Wort Shevel hinein spielt, ist Schmerz. Schmerz, Leid oder Mühsal. Das Wort Shevelim, Shevelim kommt mehrfach im Buch Hiob vor. Ne? Das ist eben Sorgen, Schmerzen, diese ganze Situation. Und dann gibt es eben etwas, was auch noch in diesem Wort auf Zerstörung hinweist. Zerstörung. Und das kommt vor allen Dingen daher, da dieses Wort Schnur tatsächlich mit dem Wort Nabelschnur verbunden ist und mit dem damit Thema Geburt, dieses zur Geburt bringen, ja, diese Schmerzen, die zu etwas bei, also einfach bei Geburt. Ja, das hat also dieses Wort, was hier für Schnur gebraucht wird, hat die gleiche sprachliche Wurzel wie für Geburtswehen. Und ihr merkt, das ist ein ganz bemerkenswertes Wort, ja, also einmal Seil, ne, dann aber auch Areal, Region, Land. Das ist das Thema, worum es ging. Sie wollten ihr verheißenes Land haben. Dann Schmerz, Leid, Mühsal, was damit verbunden ist. Ne? Und dann eben Zerstörung. Die Stadt sollte zerstört werden, musste weggehen. Und da musste etwas Neues zur Geburt kommen mit Schmerzen. Das Volk sollte dort seine Heimat finden und so weiter. Da spielen verschiedene Sachen mit rein.
Und das ist hier dieses Wort Shebel, was an der Stelle verwendet wird, für Seil. Und das war das Seil, wo sie die Kundschafter aus dem Fenster rausgelassen hat. Ja, dieses Wort wird hier verwendet, wo es darum geht. Ja, dieser Fokus ist da drauf. Dieses Seil dient zur Rettung der Kundschafter. Und dann im nächsten Vers lesen wir, und Rahab sagte zu ihnen, also als sie die runterlassen wollte, geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen, weil sie wusste, die sind Richtung Jordan gegangen, weil da war nämlich auf der anderen Seite des Jordans ja eben die Israeliten. Verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Verbergt euch 3 Tage. Na, da ist ja auch ein sehr interessanter Aspekt drin, ne? Einfach, der auch wieder auf Passa spielt, ja? Der Messias, der 3 Tage im Grab war. Verbergt euch 3 Tage. Okay. Und dann im nächsten Vers geht es weiter. Und dann sagten die Männer zu ihr, von diesem deinem Eid, den du uns hast schwören lassen, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Also die haben ein Agreement getroffen, die haben sich verschworen. Ja, wir lassen euch raus, ich lasse euch jetzt raus, aber ihr müsst uns dafür schützen. Ja, ein Eid haben die voneinander genommen. Und dann dachte, okay, aber es muss, eine Sache muss erfüllt sein, sonst sind wir frei. Folgendes, siehe, wenn wir in das Land kommen, was wenige Tage darauf ja passierte, musst du diese rote Schnur, nämlich genau das Seil, wo sie gerade runtergelassen worden sind, oder dabei waren runterzugehen, in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast. Dieses Fenster, durch das wir in die Freiheit kommen, da muss dieses rote Seil sein. Nun, als die Israeliten dann da um die Stadt rum sind, jeder, aber auch wirklich jeder von den Kämpfern wusste, wo das Fenster mit dem roten Seil ist. Jeder wusste, okay, da sind die, die sind geschützt, ja, die fassen wir nicht an. Das war bekannt. Und Josua hat sogar extra Leute, einen kleinen Trupp ausgesandt, nur um Rahab rauszuholen in diesem gigantischen Untergang. Ja, während alles andere kämpfte, gab es eine Spezialtruppe, die dafür da war, sie zu holen. Hier haben wir jetzt dieses Seil. Und das ist interessant. Was die beiden Kundschafter nämlich sagen, ist ein anderes Wort. Sie sagen nicht Shevel. Sie gebrauchen an der Stelle ein anderes Wort. Und das Wort, was sie verwenden, ist sehr interessant. Es ist ein Wort, was bei uns in der Bibelübersetzung mit Schnur übersetzt ist, also Seil und Schnur. Einfach um da auch diesen Unterschied klar zu machen, hey, das sind 2 verschiedene Worte. Wie heißt das verwendete Wort? Es heißt Tikva. Tikva. Ein völlig anderer Begriff. Ja, ein völlig anderer Begriff. Ich hatte gerade gedacht, Hatikva, die Hoffnung. Genau. Hoffnung. Erwartung, Grund der Hoffnung und eben Seil oder Schnur. Ja? Für Rahab war es in der ganzen Zerstörung, mit dem ganzen Schmerz, mit der ganzen schwierigen Situation, war es dieses Seil, was sie gebrauchte. Für die Israeliten war es Tikva, die Hoffnung. Die Hoffnung auf ihr verheißenes Land, die Hoffnung auf die Zusagen Gottes, die Hoffnung, die darin verbunden war, auch die Hoffnung für Rahab natürlich. Ja, das war etwas völlig anderes. Und dann haben die wirklich eine sehr präzise Anordnung ihr gegeben. Haben gesagt, Rahab, pass auf. Ja, also du bindest diese Schnur in das Fenster, durch das du uns jetzt hier runterlässt. Und musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus nehmen. Ins Haus rein. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen geht, wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Und wir sind von unserem Eid frei. Jeder aber, der bei dir im Haus ist, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Das war der Eid. Was für eine komische Geschichte, denkst du? Warum sagen die das? Was steckt dahinter?
Du musst dich daran erinnern, was das Letzte war, oder nein, was das war, was die Israeliten in die Freiheit gebracht haben. Es war das Blut, das rote Blut an der Tür. Das war das, was sie brauchten, um 40 Jahre vorher diesem Würgeengel zu entgehen. Und damals hatte Gott sehr präzise Instruktionen gegeben. Das rote Blut des Lammes muss an die Tür gestrichen werden und danach durfte niemand mehr vor die Tür gehen. Absolut verboten. Er musste im Haus bleiben und dort wurde das Passa gefeiert. Wer im Inneren des Hauses blieb, normalerweise natürlich die Familie, der war geschützt. Wer draußen war, war ungeschützt. Exakt das Gleiche, was sie erlebt hatten, als sie aus Ägypten rauskamen, haben sie der Frau gesagt. Sie haben gesagt, nimm dieses rote Band, diese Hoffnung, diese Schnur, dieses Seil und mach's ins Fenster. Als Zeichen, als Symbol, damit das, was an Todesgefahr da ist, das erkennt und dein Haus und alles, was da drin ist, nicht antastet. Sie haben genau das, was ihnen die Freiheit gebracht hat, genutzt, um Rahab und ihrer Familie auch die Freiheit zu bringen. Ägypten brach zusammen und sie waren ausgezogen. Und jetzt sollte Jericho zusammenbrechen und Rahabs Familie ausziehen. Und dann geht's weiter. Sie sagte, wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie ging weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster. Die Tikwa, die Hoffnung. Es war ihre einzige Hoffnung. Es war ihre einzige Hoffnung, die sie hatte, um vor dem drohenden Fiasko entkommen zu können. Absoluter Stress, absolute Alarmstufe rot, ja, in der ganzen Stadt. Alles, die Nerven lagen überall blank. Und sie hatte diese eine Hoffnung. Und das war dieses rote Seil im Fenster. Nun, wie natürlich bei Passa ist es so, dass das rote natürlich das Blut des Passalams symbolisiert. Es war ein rotes Signal, ein rotes Bekenntnis. Etwas, was nach außen gerichtet war, ne? So, wenn Rahab diese Anweisung nicht befolgt hätte, wäre sie einfach wie alle anderen vernichtet worden. Aber sie hat sich dran gehalten und sie und ihre ganze Familie wurde gerettet. Sie war sicher in ihrem Haus. Und das war deshalb, weil sie irgendwie Ehrfurcht vor Gott hatte, weil sie irgendwie verstanden hatte, da ist etwas, weil sie irgendwie den Namen Yahweh kannte, weil sie wusste, da ist meine einzige Hoffnung und meine einzige Chance. Und sie hat sehr präzise das befolgt, was sie tun musste, um gerettet zu werden. Zuerst gab es Schewell zur Rettung der Kundschafter. Und dann gab es Tikwa, die Lebensschnur der Hoffnung zur Rettung ihrer Familie. Das weist natürlich auf die Erlösungsgeschichte hin. Das weist natürlich auf den Messias hin. Das war immerhin einer seiner direkten Vorfahren, ja, in dieser Situation. Das weist auf ihn hin. Das rote Blut, was am Kreuz vergossen worden ist vom Lamm Gottes. Ne? Und wer dieses Blut nicht für sich heute in Anspruch nimmt, der ist auch nicht gerettet. Der ist auch nicht sicher. Der ist auch in Gefahr. Und die Botschaft von Jericho lautet, es gibt Hoffnung auf absolut jeden, der gerettet werden will. Der sagt, ich sehe hier, dass das alles in Schutt und Asche untergeht. Ich sehe, dass das zerstört werden wird. Ich sehe, dass das hier kaputt geht. Aber ich folge der Einladung und schließe mich dem Volk Gottes an. Das ist die Story von Rahab. Folge ihrem Beispiel. Ja? Wähle die Erlösung. Gericht, Zerstörung wird kommen. Wirklich, es wird kommen. Es gibt Kräfte, die arbeiten massiv daran. Es gibt Kräfte, die sind absolut massiv daran, das System, in dem wir alle leben, zu zerstören. Ne? Und wir hatten ganz am Anfang davon gesprochen. Die Propheten sagen, alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Nur das Unerschütterliche nicht. Und das ist Christus, unser Felsen. Ne? So, und du kannst, wie Rahab,
trotz ihrer ganzen Story, kannst du gerettet werden. Kannst du sagen, ich ergreife das, ich halte mich daran fest. Ja, Jericho wird fallen, das Weltsystem wird fallen, Ägypten wird fallen, das hatten sie ja gerade vorher erlebt, die Israeliten, Babylon wird fallen, Sodom wird fallen, Jericho wird fallen. Und wie das Volk, als die Underdogs, die Arbeitssklaven, aus Ägypten rausgegangen ist, so war sie als verachtete Frau aus Jericho rausgekommen, weil sie sich an dem Gott Israels festgehalten hat. Und das kannst du, das kann für dich gelten in dieser Situation, in der wir uns heute befinden. Du kannst gerettet werden, du kannst sagen, ich klammere mich genau daran. Ja? Ich will Teil des Volkes Gottes werden. Ich vertraue nicht auf die Systeme dieser Welt. Ich vertraue nicht auf, was weiß ich, staatliche Systeme oder meine Rente oder meine Krankenkasse oder meine Bank oder meine Ersparnisse oder mein Wohlstand oder ich vertraue nicht auf Politik und Medien. Ich vertraue nicht auf irgendwelche Systeme, ja, auf Darlehen, auf Kündigungsschutz, auf Impfung oder was auch immer. Ich vertraue nicht auf die Wirtschaft, auf Ausbildung, Titel, Position, irgendwas, auf Karriere, Beförderung oder mein Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe. Hey, es wird alles erschüttert werden. Es ist gut, wenn du dich frühzeitig darauf einstellst. Und es ist noch besser, wenn du sagst, es gibt eine Lösung, um da rauszukommen. Es gibt eine Möglichkeit. Das System dieser Welt fällt. Das prophetische Wort ist ganz deutlich. Gleichzeitig treten die Söhne und Töchter Gottes hervor und sie kommen raus aus dem System, wie das Volk Israel aus Ägypten. Und wie Rahab hier aus Jericho. Wir als Kinder Gottes, als seine Söhne und seine Töchter, wir vertrauen auf das Blut Jesu. Er ist unsere rote Schnur. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Tikwa. Ja? Er ist Schutz, Bewahrung, Rettung, egal was passiert. Er ist derjenige, der für uns das Symbol ist des Schutzes. Er ist das, worauf wir uns verlassen. Er. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Ja? Dieses Seil steht für Rettung, Erlösung, steht für den Herrn. Es ist etwas wie das Blut, was hier beim Auszug war, ja, 40 Jahre vorher, was an die Türen gestrichen worden ist, so steht jetzt dieses Seil dafür. Und das steht für Jesus, den Messias. Halleluja, ich finde das so grandios. Ich finde das so ein gewaltiges Bild. Ich finde das so wunderbar. Und dass diese Frau aus dieser heidnischen Nation, die dem Untergang geweiht war, wo Gott gesagt hat, die werden vernichtet, was auch getan worden ist, ja, dass die gerettet worden ist, weil sie genau das genommen hat, weil sie sich daran festgehalten hat, hat gesagt, ich halte mich fest am Gott Israels. Ich finde das dramatisch, ich finde das gewaltig, ich finde das wirklich einzigartig. Das ist so eine grandiose Story. Auch die anderen hier sind gut, aber Rahab ist besonders. Und weißt du was? Es gibt noch mehr. Es gibt noch etwas, was ich wirklich, wirklich dramatisch finde. Wie ging es nämlich weiter mit Rahab? Was war denn dann eigentlich mit der Rahab? Hey, das war eine Prostituierte aus einer heidnischen Nation. Das war doch nun wirklich nichts. Ja? So, eine kanaanäische Hure. Wie ging es denn mit der? Ey, die ist in die VIP-Liste des Messias hineingekommen. Hey, kannst du dir das mal vorstellen? In der Bibel im Neuen Testament hochgelobt als Glaubensheld. Ja, eine Prostituierte. Toll, Vorfahre des Messias. Schöne Familie. Yep. Gibt es noch ganz andere Knaller. Vor allem auch bei den Männern. Autsch. Ja. So, sie wird aufgenommen. Und heute noch 3.500 Jahre später kennen wir ihren Namen, sprechen wir von ihr. Sie ist aufgenommen worden in den Stamm, in die Stämme Israels. Ja. Und jetzt müssen wir wissen, diese Stämme Israels waren sehr, sehr, sehr gut strukturiert. Die waren sehr gut organisiert. Da gab es diese Stämme, diese 12 Stämme, und dann gab es Sippen mit Sippenoberhäuptern,
Also es gab erst ein Stammesoberhaupt, dann gab es die Sippenoberhäupter, dann gab es die Clans mit ihren Oberhäuptern, dann gab es die Familien und dann ging es runter bis zur Einzelperson. Also das kann man an verschiedenen Stellen richtig nachvollziehen. Also beispielsweise, wo Achan mit Losen ausgelost worden ist, wer da das Zeug bei Jericho geklaut hatte, das ging genau diese Linie runter. Ja? Erst der Stamm, dann die Sippe, dann der Clan, dann die Familie und dann war er als Person dran. Ne? Das wurde richtig, das war aufgebaut, strukturiert. Das heißt, es gab Leute, die waren über ihre Familie und andere über ihrem Clan und andere über ihre Sippe und es gab auch welche, die waren über dem Stamm. Ne? Gut, und jetzt wird es wirklich spannend. Rahab war echt eine Lady, ich sag mal Second Hand. Ne? Und auch wahrlich keine Jungfrau mehr. Und es war sogar vom Gesetz untersagt, hatte Mose ein paar Tage vorher gekriegt, ja, eine Frau außerhalb Israels zu heiraten, schon gar nicht so eine, von den Kanaanitern, die vernichtet werden sollten, vom Feind in der feindlichen Stadt, ja, dann ein Heide und noch eine Hure, also die war echt draußen. Ne? Aber sie wird gerettet, wie wir gerade gehört haben, und noch besser, es gibt jemand, der sie heiratet, der sie aufnimmt in die Stämme Israels. Und das ist der Knaller. Ja, das ist nämlich nicht irgendwer, sondern das ist der Sohn Salmon von dem Nachschon. Hier, Kollege Nachschon. Wer war das denn? Nachschon. Nachschon war eine ganz besondere Persönlichkeit. Es war der Fürst von Juda. Ja, er war der absolute Boss, der über den Stamm Juda stand. Er war das Oberhaupt. Er war sogar der Schwager von Aaron. Ja? Also direkte Verbindung in, ich sag mal, Hochadel. Verstehe mich richtig. Ja, verstehe mich richtig. Ich weiß nicht, was mit der Rahab war. Vielleicht hatte sie durchaus ein hohes Maß an Attraktivität. War vielleicht nach damaligem Schönheitsideal eine bildhübsche Frau. Wissen wir nicht. Ja? Aber irgendwie hat dieser Sohn Salmon, Der war hin und weg von der. Ja? Wir lesen in 4. Mose 2, Vers 3. Der Fürst der Söhne Juda, Nachschon, der Sohn Aminadabs und sein Heer und ihre Gemusterten, 74.600. Hey, das stand für 74.600 Männer, also wehrfähige Männer. Das war wirklich was. Das war der Fürst, der wird als Fürst bezeichnet. Und das hier war sein Nachfahre. Wir können also davon ausgehen, dass dieser Salmon, wenn er genannt wird, wenn er hier erwähnt wird, wirklich mal mindestens ein Sippenoberhaupt war. Und für mich, nach meinem Verständnis, wie ich das hier lese, wenn ich hier mir das anschaue, für mich steht er für den Fürsten von Juda. Ja? Der nimmt sich die zur Frau. Der nimmt sich die zur Frau. Denn schau mal, später, wenige Generationen später, ist ja David, ist der König von Juda und dann hinterher der König von ganz Israel, Salomo und so weiter. Ja, und Jesus natürlich als der König. Also diese Fürsten, diese Königlinie, die ist da drin irgendwie. So, der nimmt sich die Hure aus den Heiden zur Frau. Was heißt das? Die Frau aus der heidnischen Nation, die Frau aus den Heiden, die Frau aus den Nationen, die Braut aus den Nationen. Du hast hier den Fürst von Juda, nach meiner Meinung, und die Braut aus den Nationen. Verstehst du? Das sind wir. Rahab ist ein Bild für uns. Als Heiden in Jericho oder wo auch immer, Kanaan, gehörten wir nicht zum Volk Gottes. Wir waren draußen. Und wir haben uns weit offen gemacht für den Dreck der Welt. Wir haben alles gerne angenommen, was da an Schmutz und Abgötterei, Götzendienst und sonst was war. Ja? Den Dingen dieser Welt hingegeben. Natürlich. Wir haben uns untergeordnet dem, was die Welt sagt, was sie vorgibt, wie wir zu spuren haben, was wir zu machen haben, was wir zu lassen haben, was sie anordnet.
Wir gehörten zum System, wie sie zum System Jericho gehörte, zum System Kanaan gehörte. Wir sind mitgespielt, haben mitgemacht. Ja? Und eigentlich sind wir verloren. Aber dann gibt es etwas. Da gibt es etwas, was uns Rettung bringt. Es gibt das Seil. Es gibt Tikva. Das Seil und dieses rote Seil, ja, das ist es, was wir haben. Wir haben Tikva, wir haben dieses Seil. Irgendwelche Leute waren da, die haben uns gesagt, hey, nutze dieses Seil und du kannst gerettet werden. Nutze dieses Seil und du kannst frei werden. Nutze dieses Seil und du brauchst nicht, wenn hier alles in Schutt und Asche fällt, mit runterzugehen. Du kannst rauskommen aus dem System. Und weil Rahab dieses Seil genutzt hat, das rote Seil, was für Erlösung und Errettung steht, hat sie ihren wahren Ehemann gefunden. So auch wir. Ich will es mal so sagen. Das Seil, was im Blut Jesu getränkt ist, bringt die Rettung. Und sonst gar nichts. Das Seil, das den einzigen Schutz bot, als hinter ihr alles in Schutt und Asche fiel. Das Seil war es, was sie ergriffen hat, was sie genutzt hat, was sie gebraucht hat und was sie nicht nur gerettet hat, sondern sie in ihre Position brachte, in die VIP-Liste des Messias, mit ihm zusammengehörend. Sie und ihr Haus wurden gerettet, weil sie es ergriffen hat. Sie sagte, ich verbinde mich mit dem Volk Gottes. Es war genauso, wie eine Generation später Ruth gesagt hat zu Naomi, die für das Volk Gottes steht, für Israel, wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und das ist etwas, was ich gewaltig finde, was ich wirklich gewaltig finde, ja, Rahab als Bild für die Braut. Weißt du, in den Propheten wird immer wieder dieses Thema von Hurerei, Abfall und so weiter, Untreue beschrieben. Das ist wirklich dramatisch. Und wenn du die, wie beim letzten Mal, dir die Kirchengeschichte anguckst, dann siehst du, was da an Elend und Not war. Aber der Herr ist trotzdem dran. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder schenkt er etwas, um seine Pläne durchzubringen. Halleluja. Halleluja. Das ist etwas, was ich wirklich eine gewaltige Story finde. Natürlich, wer mag das schon, dass man sagt, naja, die Braut des Messias wird hier mit einer Hure verglichen. Aber letztlich ist es ein Bild. Wir können aus diesem Weltsystem, mit dem man sich prostituiert, kann man rauskommen, gerettet werden. Dem wahren Mann, dem wahren Ehemann als Braut begegnen, nämlich dem Herrn der Herren und dem König der Könige. Was für eine Story. Herr, wir danken dir für dieses gewaltige prophetische Bild von dieser Rahab, von diesem Mann Salmon. Dieses ganze Szenario, was ein prophetisches Bild ist, was bis in unsere Zeit hineinspricht. Wir als Söhne und Töchter Gottes, die ausziehen aus Ägypten. Und genauso hier diese Frau mit ihrem Haus, die aussieht aus Jericho und alles fällt in Schutt und Asche hinter ihr. Und gleichzeitig ist sie gerettet, sie und ihr Haus. Warum? Weil sie, wie die Israeliten mit dem roten Blut an der Tür, sie dieses rote Seil am Fenster hatte. Was für ein Bild. Herr, und gleichzeitig kam sie in diese VIP-Liste hinein. Herr, wir preisen dich dafür. Wir danken dir dafür. Und ich bete dafür, dass meine Geschwister, die hier zuhören, dass sie ein Verständnis dafür bekommen, in welchen Zeiten wir leben. Und dass, wenn wir in diesem System Kanaan, Jericho, Ägypten oder was auch immer drin sind, dem System dieser Welt, was gerade dabei ist, sich selbst zu zerlegen, ja, dass wir verstehen, was hier ist. Es wird Erschütterung, Erschütterung, Erschütterung geben. Und das einzige Unerschütterliche ist, wenn wir uns an dem festhalten, ja, der der Herr der Herren und der König der Könige ist, dessen Wort fester ist als Himmel und Erde, dessen Zusagen absolut verlässlich sind. Wenn wir unser Herz zutiefst verbinden mit dem wir in Ewigkeit gerettet sein können, mit dem wir in unser verheißenes Land hineingehen können,
ein Volk Gottes sein können. Halleluja, Yeshua HaMashiach. Yes. Herr, ich bete dafür, dass du das versiegelt in den Herzen, dass sie ein Verständnis dafür bekommen. Herr, wir danken dir für Hoffnung. Wir danken dir, dass du der Gott der Hoffnung bist. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du bist der, der uns berufen hat, der uns gesetzt hat, der uns gewollt hat und der unseren Glauben jetzt gebaut hat. Und Herr, ich bete, dass wir das ergreifen, dass du wirklich Gedanken des Friedens für unser Leben hast, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Ja. Herr, wir preisen dich für Hoffnung, die jetzt in unser Leben flutet. Ich proklamiere, Hoffnung nimmt in dem Leben aller, die jetzt hier dazu gehören, die da teilnehmen. Hoffnung steht in dir auf. Du ergreifst dieses Seil der Hoffnung. Du ergreifst diese Botschaft der Hoffnung. Du ergreifst diese Zuversicht und dieses Festhalten an dem ewig gültigen, wahren Wort, was der Herr dir gegeben hat. Herr, wir preisen und wir ehren dich. Wir loben und wir danken dir. Wir preisen dich, Herr, dass du über uns wachst, über unser ganzes Leben. Und du wirst uns zum Ziel bringen, genau wie du Rahab zum Ziel gebracht hast, die Kundschafter zum Ziel gebracht hast, das Volk Gottes zum Ziel gebracht hast. Herr, wir danken dir. Wir sind Gottes Volk. Und wenn du, oder wenn jetzt hier jemand dabei ist, der zuschaut, wer noch nicht sein Leben Jesus gegeben hat, dann wollen wir dir jetzt einfach die Gelegenheit geben. Ja? Wenn dich das angesprochen hast und du sagst, okay, ich verstehe, ich bin in einem zusammenbrechenden System und ich möchte einfach in dieses Reich Gottes. Ja, ja, auf den in Felsen. Ewigkeit mit dem Herrn verbunden sein. Ich möchte ewiges Leben haben, ich möchte hineinkommen in dieses Volk Gottes, in diese Beziehung zum Herrn. Dann möchte ich einfach für dich beten und du kannst einfach mitbeten, sprich es einfach nach. Herr, ich habe diese Botschaft gehört. Herr, ich habe diese Botschaft gehört. Und sie hat zu mir gesprochen. Und sie hat zu mir gesprochen. Und ich verstehe, dass ich verloren bin. Und ich verstehe, dass ich verloren bin. Ich verstehe, dass ich keine Hoffnung habe ohne dich. Ich verstehe, dass ich keine Hoffnung habe ohne dich. Aber ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Aber ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Wie auf dieses rote Seil. Wie auf dieses rote Seil. Ich nehme dich als meine Hoffnung. Ich nehme dich als meine Hoffnung. Und so sage ich. Und so sage ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme dich als meinen Herrn und Erlöser an. Ich nehme dich als meinen Herrn und Erlöser an. Ich akzeptiere das durch deinen Tod am Kreuz. Ich akzeptiere, dass durch deinen Tod am Kreuz meine Sünden vergeben sind. Meine Sünden vergeben sind. Weil ich sie dir gebe. Weil ich sie dir gebe. Und Gerechtigkeit von dir empfange. Und Gerechtigkeit von dir empfange. Ich akzeptiere, dass du für mich stellvertretend gestorben bist. Ich akzeptiere, dass du stellvertretend für mich gestorben bist. Ich nehme dieses Opfer an. Ich nehme dieses Opfer an. Nimm mich an als dein Kind. Nimm mich an als dein Kind. Nimm mich an als deine Braut. Nimm mich an als deine Braut. Nimm mich an als jemand, der zum Volk Gottes hineinkommt, als Sohn und Tochter. Nimm mich an als jemand, der ins Volk Gottes hineinkommt, als Sohn oder Tochter. Und führe mich hinein und lehre mich durch deinen Heiligen Geist. Und führe mich hinein und lehre mich durch deinen Heiligen Geist. Lass mich wachsen. Lass mich wachsen. Auch in der Erkenntnis. Auch in der Erkenntnis. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Und ich nehme dafür dein Leben auf. Und ich nehme dafür dein Leben auf. Und jetzt bete einfach mit deinen eigenen Worten weiter, wenn du das gesagt hast. Bete einfach weiter und ja, sprich mit dem Herrn. Das ist das, was jedes Kind Gottes gemacht hat. Irgendwie ein Übergabegebet, so nennt man das, gesprochen und dann hineingegangen in einen lebenslangen Weg mit dem Herrn. Raus aus dem zusammenbrechenden System, hinein in das Volk Gottes. Halleluja. Ja. Es ist gut, wenn wir uns das immer wieder auch bewusst machen. Es ist gut für Kinder Gottes, die schon lange mit dem Herrn unterwegs sind, dass sie wirklich auch diese Hingabe immer wieder mal in Worte kleiden, immer wieder mal das berühren, was wir eigentlich gemacht haben, als wir Ja gesagt haben zu Jesus. Und dass wir dieses Lebensfundament immer mal abklopfen und festmachen und schauen, was glaube ich wirklich. Und diese neue Hingabe, diese Lebensübergabe
immer wieder neu zu formulieren. Mit dem Lobpreis auf unseren Lippen bringen wir dieses Opfer dem Herrn. Und er nimmt es an. Ja.